Im Ambient ist fast jede Platte ein Konzeptalbum. Denn dieses Genre dient sehr gerne einer thematischen Auseinandersetzung. Und oft bieten sich hier die Möglichkeiten, musikalisch Sphären und Orte und Zustände zu bearbeiten, die bei reiner Rockmusik vermutlich schnell prätentiös klingen würden. Typisches Beispiel ist zum Beispiel der Weltraum, der im Mittelpunkt zahlreicher Ambient-Alben steht. Und das klingt hier nie aufgesetzt und bemüht, sondern recht natürlich. Womit sonst könnte man die Abgründe des Kosmos besser beschreiben als mit Ambient? Jack Hertz ist ein amerikanischer Ambient-Musiker, der seit den 90er Jahren zahlreiche Alben aufgenommen und mit vielen anderen Soundtüftlern kooperiert hatte. Sein Album Wetlands aus dem Jahr 2013 behandelt Feuchtgebiete. Nein, nicht die von Charlotte Roach. Die Rede ist von Feuchtbiotopen. Das mag nun ein seltsames Thema für ein Album sein, zumal es auf Deutsch etwas uncool klingt. Aber Wetlands funktioniert als Ambient-Album sehr gut. Es ist eine akustische Meditation über Moore, Sümpfe, stehende Gewässer und den biologischen Überschwang, der dort herrscht. Doch davon merkt man erstmal nichts bei dem ersten Track. Dragonfly ist das englische Wort für eine Libelle. Der stark experimentelle Track ist nicht leicht hörbar und beschwört für die ersten 10 Minuten die audiovisuelle Welt einer Libelle herauf. Es kann auch sein, dass Jack Hertz damals einen neuen Synthesizer gekauft hatte und ihn unbedingt auf Herz und Nieren testen wollte. Man muss aber den musikalischen Mut honorieren, ein so schwer zugängliches Stück an den Anfang eines Albums zu stellen. Zumal es so sehr anders klingt als der Rest des Albums. Das zweite Stück mit dem Titel Pond Leaves steigt unmittelbar in eine audiophile Landschaft des Wassers und des Moores ein. Ich halte das für das beste Stück des Albums. Das ist aber nicht überraschend, denn ich mag Natursamples in Musikstücken immer sehr gerne. Und davon hat dieses Album viel, eine Menge Zikaden und Frösche und Vögel und vielleicht auch die eine oder andere Kröte. Im Gesamten ist dies ein Ambient-Album durch und durch, doch weniger auf monotonen Drone-Sound beschränkt, wie es heute so viele Ambient-Alben sind, sondern mehr verspiegelt und auf der Suche nach neuen akustischen Ausdrucksformen. Wetlands besteht insgesamt aus 5 Tracks, von denen jede Nummer rund 12 Minuten lang ist. Wer sich Wetlands mal in seine digitale Bibliothek zulegen möchte, kann dies über Bandcamp tun. Ich werde den Link natürlich unter das Video posten. Ich bewerte hier mit soliden 4 Sternen. Für Ambient-Fans ein Album, das man sich unbedingt zulegen sollte. Viel Spaß!